Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftssimulator 17 Feuerwehr. Es ist schon eine gefühlte Ewigkeit her, als ich die letzte Folge von den LS17 Feuerwehr auf meinem Kanal veröffentlicht habe. Ihr seht es vielleicht schon am Titel eingeblendet, es gibt heute etwas Großes, das ich euch demonstrieren möchte. Es ist was Einzigwahres, was sehr, sehr viel Power besitzt. Die Rede ist natürlich vom LF20 Katastrophenschutz. Nein, natürlich nicht. Ich demonstriere euch heute das Big Boot Add-on, das vor kurzem für den Landwirtschaftssimulator 17 erschienen ist. Natürlich ist die Freiwillige Feuerwehr, oder ich wollte gerade sagen, die Feuerwehr Lost Islands mit dabei und sichert die Straße für diese wirklich einzig wahren Gerätschaften. Laufen wir mal rüber zum Big Boot. Ich muss kurz mal schauen, was das für eine Version ist von diesem Fahrzeug. 161, 167, 747, ich weiß nicht, was das für eine Zahl sein soll, oder ist das eine 2? Falls ich mich jetzt getäuscht habe, ihr könnt mich gerne korrigieren. Also wir gucken uns das mal von außen an. Das ist wirklich ein Hoshi. Also das ist ein Traktor, ein Schlepper der Superlative. Es ist einer der größten Traktoren oder Schlepper der Welt. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ich habe jetzt auch diesen Typ gewählt mit den Zwillingsreifen. Also da hat dieses Ding schon eine wirklich sehr, sehr große Breite. Gucken wir uns das mal von innen an und lenken vielleicht auch gleich mal. Und wie man da sieht, es ist ein Knicklenker. Das macht sich alles wirklich sehr gut. Und die Zwillingsreifen kommen sich, glaube ich, auch nicht in die Quere. Also das ist noch ein bisschen Abstand dazwischen. Also das sieht hier wirklich alles wunderbar aus. Sehr, sehr amerikanisch halt. Also so kann man sich das ungefähr vorstellen. Dann hat man sogar einen kleinen Monitor. Also das ist jetzt nicht so Hightech-mäßig hier so gelegt. Aber auf jeden Fall, es ist wirklich ein Muss, dieses Add-on sich einfach mal zergehen zu lassen oder sich einfach mal anzusehen auf meinem Kanal. Oder ihr sagt sogar, ihr kauft euch das und das ist euch wirklich frei zur Entscheidung gelassen, was ihr dann diesbezüglich dann machen werdet. So, ich würde sagen, liebe Leute, wir machen erstmal ein bisschen das Licht an, dass wir hier ein bisschen was demonstrieren können. Und dann werde ich gleich mit diesem Big Boot etwas bewirtschaften. Und wie gesagt, die Freiwillige Feuerwehr Lost Islands ist mit am Start, am Stissel, denn es ist heute hier nicht eine ganz normale Landwirtschaftssache. Die Feuerwehr ist mit dabei und das ist heute sozusagen eine Demonstration dieser Fahrzeuge. Also eine Vorstellung. Das klingt aber besser als Demo. Demonstration. So, dann haben wir hier noch einen zweiten Big Boot. Welche Version ist das oder welcher Typ das ist? Der Big Boot 450. Also das ist auch wirklich ein riesen Hoshi. Der sieht innen fast genauso aus wie der große Bruder von ihm. Das finde ich ein bisschen gemütlich, ja. Es ist alles ein bisschen kleiner gehalten. Das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. So, falls ihr euch jetzt wundert, was ich hier für Gerätschaften habe. Ich habe hier zum einen einen Grubber. Dann habe ich eine Sämaschine. Und noch ein Grubber. Warum ich jetzt zwei Grubbern habe, das erkläre ich euch jetzt gleich. So, ich werde jetzt erstmal eine Sache anhängen. Ich bin mir nicht sicher, war das... Ach genau, das war jetzt das. Also ich muss jetzt erstmal den Grubber an diesen Traktor montieren. Und dann habt ihr vielleicht gerade gesehen, ich bin kurz ausgestiegen, denn an diesem Grubber befindet sich nochmal eine Anhängerkupplung. Und natürlich kann ich dort auch noch zum Beispiel einen Kipper oder diese Sämaschine dran tun. Ich probiere jetzt wirklich mal mein Bestes, mein Fahrkönnen da jetzt einfach mal zu demonstrieren. Ah, okay, das klappt schon gar nicht so. Also man muss dazu sagen, es ist ein Knicklenker. Also das fährt sich jetzt nicht so wunderbar. Ich bin jetzt eigentlich nicht so der Freund von Knicklenkern, aber da ist wirklich einer der größten Traktoren der Welt. Das habe ich mir so gedacht, das umgehe ich jetzt einfach mal und zeige euch das trotzdem. Denn es macht einfach nur mega Laune, mit diesen riesen Traktoren hier zu fahren. So, ich glaube jetzt... Könnte das funktionieren? Nee, ich glaube, ich bin ein bisschen daneben gefahren. So, jetzt haben wir das auch schon angeschlossen, drangehangen. So, jetzt mal kurz die Gerätauswahl ändern, denn ich möchte natürlich jetzt nicht mit diesem Traktor fahren. Das hat jetzt diesen Grund.
da ich mit diesem großen Bruder fahren möchte. Das macht schon ein bisschen mehr Spaß, das ist anschaulicher, ja? Das ist einfach ein besseres Feeling. Und ich könnte natürlich jetzt sagen, ich bewirtschafte jetzt ein Feld und werde das erstmal grubbern. Das kann ich jetzt erstmal so machen. Das kennt man so ganz klassisch. Wenn das Budget jetzt gerade mal nicht so ausreicht, könnte man das zum Beispiel so sagen. Aber ihr habt vielleicht gerade gesehen, dass ich schon noch einen Grubber an der Sämaschine angebracht habe. Also man kann sozusagen, nee, das sage ich erstmal nicht. Ihr könnt euch das jetzt vielleicht schon denken, ach komm, wir hauen es einfach raus oder ich sage euch das jetzt ganz schnell. Wir können zu guter erst grubbern und im Nachhinein, also alles im einen, danach sogar gleich sehen. Also das ist wirklich bombastisch. Das ist ein wirklich sehr, sehr ausgeklügeltes System, eine sehr, sehr gute, missglückte Mechanik. Also das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Aber was natürlich der Nachteil ist, dieser Traktor fährt jetzt nicht so schnell. Ich glaube, der erreicht eine Geschwindigkeit von 40, 45 km/h, aber so viel war das jetzt auch nicht. Und jetzt kann ich eigentlich erstmal aussehen, was ich sehe. Ich nehme jetzt einfach mal in diesem Fall Gerste und öffne jetzt einfach mal diesen Grubber. Also das könnte jetzt ein bisschen dauern, da dieser Grubber etwas größer ist von der Länge. Das könnte jetzt ein bisschen länger dauern, bis ich den ausgeklappt habe. Kann man das jetzt einfach mal so anschauen. Das sollte eigentlich weiter ausklappen. Also ich glaube, das ist jetzt ausgeklappt und dann können wir zu guter erstmal den Grubber senken. Und dann müssen wir natürlich, genau, erstmal die Deckel öffnen. Müssen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt, aber wir müssen noch die Sämaschine irgendwie einschalten oder doch nicht, ich weiß nicht. So, probier jetzt erstmal den Grubber aus und ich würde sagen, wir grubbern jetzt einfach mal dieses Feld, obwohl es eigentlich schon gegrubbert ist, glaube ich. Und ah, okay, jetzt. Das war jetzt nicht runtergemacht. Ich glaube, hier ist etwas besät und das sehe ich gerade ein bisschen über. Aber es ist ja eigentlich egal, ob da jetzt was passiert oder nicht. Ich wollte euch das eigentlich im Vorhinein erstmal demonstrieren, was das eigentlich ist und was man damit machen kann. Natürlich gibt es auch noch weitere Gerätschaften von diesem Big Boot Add-on. Ich glaube, ein Küpper war jetzt auch dabei oder doch nicht. Aber auf jeden Fall gibt es noch verschiedene Flugarten, grobe Arten. Dann gibt es natürlich noch ein paar Sämaschinen, die man benutzen kann. Das sind, glaube ich, 4 Stück, die man jetzt nehmen kann. Also hier gibt es auch mal so eine Variante, wo man 2 Sachen auf einmal machen kann, aber die ist dann halt von der Arbeitslänge ein bisschen kürzer. Und ich glaube, das war es dann auch schon. Also falls ihr noch irgendwas wissen solltet, liebe Leute, was es noch so alles gibt hier in diesem Addon, dann könnt ihr gerne unter diesem Video in die Kommentare schreiben. Weitere Details weiß ich erstmal nicht, was es hier noch so für weitere Gerätschaften gibt. Ich weiß bloß, dass es diesen Traktor gibt und diese Grubber, diese Sämaschine und ein paar weitere Gerätschaften. Also ich habe jetzt bisher bloß diese verwendet. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein Top, also ein wirklich sehr, sehr gutes Add-on. Das kann man wirklich weiterempfehlen. Und liebe Leute, ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr persönlich dieses Add-on findet. Ich würde sagen, ich beende jetzt dieses Video und wir sehen uns dann in einer nächsten Folge wieder, in einer richtigen LS17 Feuerwehrfolge, wo es dann richtige Einsätze geben wird. Und ja, bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Ciao.